einsammeln kann. Sonst liegt das da bis zum St. Klingermeins. St. Nimmerleinstag. Ja, Knoten in der Zunge wieder heute. Kommt vor. Müssen wir entknoten. Wie macht man denn das? Entknoten. Zunge entknoten. Wolldecke raus und dann Zungenbrecher sprechen, ne? Wie war das? Gülkan Düngel. Wenn der Gülkan Düngel mit Gülle düngt, der Gülkan wohl nach Gülle stinkt. Oder andersrum, wenn der Gülkan Düngel nach Gülle stinkt, der Gülkan wohl mit Gülle düngt. Oder der kleine plappernde Kaplan klebt poppige, peppige Pappplakat an die klappernde Kapellwand. Geht auch. Wachsmaske, Messwechsel, Messwechsel, Wachsmaske. Ich glaube, jetzt geht's wieder. Ja, herzlich willkommen zurück zu Let's Play Landwirtschaftssimulator 22 hier ins Niemandsland. Und wir haben in der letzten Folge endlich die neue Erntesaison begonnen. Wir fangen an mit Hafer und danach machen wir Hafer und dann machen wir Haf. Mit diesem wahnsinnsgroßen Mähdrescher. Ja, vielen Dank dafür, dass ihr schon wieder dabei seid. Ihr habt ja nichts Besseres zu tun, als zuzugucken, wie ich hier hin und her fahre. Mit diesem Riesendrescher. Ich hatte ja schon beim letzten Mal so meine Bedenken angekündigt, dass das vielleicht ein bisschen fade werden könnte. Und schon so ein bisschen spekuliert, was mache ich, wenn ich sage, nee, da tue ich mir mit dem kleinen Mähdrescher nicht an. Mal sehen. Wir fangen erstmal einfach an und sehen dann, wo uns der Scheiß hinführt. Hier, im Juli des Jahres 2022. Aber wenn ich im Jahr 2021 angefangen habe, dann müsste das jetzt schon sein, weiß ich nicht, 2030 oder weiter. Wie viele Jahre sind schon durch? Ich habe nicht mitgezählt. So, was haben wir? 82%. Guck, da ist die erste Fuhre schon bald voll. Und dann können wir schon die Getreidemühle in Gang bringen. Ja, dann könnte ich ja den anderen Trecker noch holen und die Krampe da dran packen. Ich könnte dann später auch schon Helfer, wenn wir hier dann abgesammelt haben, dass der schon mal anfängt hier mit neu pflügen, weil da soll ja dann auch Weizen und solche Sachen, also Getreide viel machen. Ich sehe mich auch am Ende mit mehreren Getreidemühlen und zwei, drei Bäckereien eventuell mal gucken. Ich will ja schließlich richtig reich werden. Ich will ja vor Geld stinken, ne? Aber das ist noch ein weiter Weg, fürchte ich. So, was haben wir jetzt? 91%. Ja, wissen, das Rohr ist auf der falschen Seite. Naja, macht ja nichts. Können wir ja rausfahren. 95. Was geht da rein? 5000 Liter nicht mal, ne? Ja, doch ungefähr. 4,9. Ja, 4,9. Ende Gelände. So, stelle ich den einfach als Sträuch. Das kann ich hätte warten sollen. Naja, gut. Das wird beim nächsten Mal. Aber hier gönne ich mir das, dass ich so rüber hüpfe. Sonst renne ich mir einen Wolf hier. Nee, vorwärts ist besser. Rückwärts geht doch mit so einem Gespann überhaupt nicht. Wissen wir doch, ne? Sieht doch schon mal was aus, ne? Aber. So. Auf geht's. Ah ja. Pause. Da kann ich aber ein paar Füllungen unterbringen in den Anhänger, wenn ich dann den anderen Trecker noch hole. Aber ich bringe jetzt erstmal, wenn die beiden Anhänger voll sind, bringe ich das erstmal in die Mühle, dass die mal loslegt und uns wieder Mehl produziert. Ne?
Wir haben zwar noch ein bisschen in der Bäckerei, aber wir wollen ja eine zweite Bäckerei demnächst starten. Und da müssen natürlich auch Ressourcen für vorhanden sein. Damit das Sinn macht. So, geht weiter hier. Ah. Das geht nicht gut, dann lasse ich immer was stehen. Aber das sieht so echt aus, ne? Also das ist schon... hat was. Wenn ich nicht so ungeschickt wäre, dann würde ich sagen, ach, weißt du, ich spiele jetzt auch alles in Ego-Perspektive. Das ist echt eine ganz andere Sache, aber das, oh, da bin ich nicht gut, glaube ich. So. Und ab, drehen. Erst stehen bleiben. Ich glaube, hier ist noch mein Grundstück, sodass ich das noch, ja, einsammeln kann. Sonst liegt das da bis zum St. Klingermeinsten. St. Nimmerleinstag. Ja, Knoten in der Zunge wieder heute. Kommt vor. Muss mal entknoten. Wie macht man denn das, entknoten? Zunge entknoten. Wolldecke raus und dann... Zungenbrecher sprechen, ne? Wie war das? Gülkan Düngel. Wenn der Gülkan-Düngel mit Gülle düngt, der Gülkan wohl nach Gülle stinkt. Oder andersrum, wenn der Gülkan-Düngel nach Gülle stinkt, der Gülkan wohl mit Gülle düngt. Oder der kleine plappernde Kaplan klebt poppige, peppige Pappplakate an die klappernde Kapellwand. Geht auch. Wachsmaske, Messwechsel, Messwechsel, Wachsmaske. Ich glaube, jetzt geht's wieder. Bis zum nächsten Verhaspler. Hier habe ich gerade quer gestreut. Ist nicht so schlimm. Also wenn ich jetzt das ganze Feld ernten muss, nur um einen so einen Anhängerzug voll zu machen, dann bin ich ein bisschen enttäuscht. Ich möchte schon ein bisschen mehr von dem Haferzeug haben. Wie viel geht denn da eigentlich rein? Also hier gehen 4,9. Was war das nochmal? Ich glaube, mit den beiden zusammen 37.000, ne? Puh. Das ist viel. Ja, das ist ja auch schon jetzt im Hinblick auf die großen Felder gedacht. Und vor allen Dingen im Hinblick auf später größeren Mähdrescher. Dann ist das doof. Dann hast du einen riesen Mähdrescher und dann musst du dreimal fahren, um einen Mähdreschertank wegzubringen, weißt du? Das kann ja auch nicht sein. Deswegen war das schon sinnvoll, das jetzt schon mal so zu machen mit dem zweiten Anhänger und so. Dann haben wir das, die Kosten nicht alle auf einmal. Ich muss mich jetzt irgendwie rechtfertigen für die Geldraushauerei. Und der Trecker hat eine neue Lackierung. Ist doch schick. Schicki schick. Oh ja, ich glaube, in dieser Folge passiert nichts weiter außer hin und her gegurke. Ich könnte wohl zwischendurch mal Weizen oder die Gerste, die ich da habe, in den Hühnerfuttertrog reinpfeffern, damit die da noch durchhalten, bis die Sorghumhirse geerntet werden kann. Das ist nämlich nur 1000 Liter, das da, das ist nicht mehr viel, was da noch drin ist. Mhm. Das könnte ich zwischendurch mal machen. Puh. Müsste ja eigentlich alles fertig sein, ne? Die anderen Felder ja eigentlich auch schon heute. Ich glaube, ich habe da alles am ersten Tag so schon gemacht, im ersten Drittel des Monats da, ne? So, jetzt hier, warten. So. Genau. So. 50% ist schon wieder. Das ganze Feld abgerötzelt hier. Boah. Naja, ist das so. Bin ja mal gespannt, wie ich das dann hinkriege mit dem Einfüllen. Ich bin da mal rückwärts rangefahren, da an diese kleine Mühle, ne? Das geht natürlich nicht, wenn ich dieses ganze Zugdings da dran habe. Das kann ich schon mal so ein bisschen üben dann. Ich denke mal, dass ich dann irgendwie seitwärts da dran fahren muss.
Da muss die aber ausgeschaltet sein, sonst zerdeppert die mit dem Trecker. Mit den, oder die Windmühlenflügel gehen kaputt. Auf jeden Fall finde ich das total knorke mit dieser alten hölzernen Mühle. Das finde ich klasse. Also eine moderne, so einen riesen Betonklotz irgendwo hinzustellen. Würde ich auch machen, wenn das nötig wäre, wenn ich sonst nicht klar käme, aber solange ich mit der kleinen klarkomme, eventuell stelle ich noch eine zweite auf und dann ist gut. Denn so langsam war die da gar nicht. Ne? Ich habe dann also in Erinnerung, dass die relativ zügig arbeitet. Oh, das sind jede Menge Stromschwaden. Und wenn man einen großen Drescher hat, dann haben wir auch weniger Schwaden und ergiebigere. Müssen wir auch beim Einsammeln nicht so viel fahren. Also ist Erfolg auf der ganzen Linie. Aber ich war jetzt einfach zu geizig, so viel Geld für eine Miete auszugeben. Ey. Mach aus. So. So. Und an. Ist das herrlich. Das macht Spaß. Da kommt was rein. Ich freue mich jetzt schon auf den Tag, wenn irgendwann mal dieses riesen Rübenerntemonster mein eigen ist und dann über meine Felder fahren damit. Weiß ich auch nicht warum. Finde ich einfach nur knorke. Ist so. Ja, so ein bisschen Herausforderung war das schon, jetzt dieses ganze Gras da abzumähen. Ich wollte das jetzt alles drin haben und das nicht immer wieder so in den Folgen mitmachen, weil ist ja auch relativ eintönig, genauso wie das hier. Und da habe gedacht, komm, das willst du haben, das bringt ja dann auch Geld. Aber bei täglichen Folgen muss das dann zusätzlich noch passieren. Puh, heute Morgen aufgestanden, hab gedacht, so, jetzt setze dich gleich dran. Fängst du sofort an. Beim Kaffee. Was haben wir? 90%. Guck, ist ja gleich schon wieder voll. Diesmal ist das Rohr auf der richtigen Seite. Wir fahren dann aber auf der anderen Seite, würde ich sagen. Dass wir dann immer im Fall eines Falls nur stehen bleiben brauchen. Also den anderen Anhänger brauche ich noch gar nicht holen, den anderen Trecker. Das ist hier... Das läuft so... Dass wir den voll haben... 98. Ja. Voll. Stehen bleiben. Zurück. So. Je mehr, wenn wir irgendwann noch LKWs haben und noch einen Trecker und noch dit und jenes, dann drücke ich mir auch eine Finger wund, bis ich mal im richtigen Trecker sitze und dann einen zu viel gedrückt. Kann man eigentlich auch rückwärts mit Shift-Tab? Weiß ich gar nicht so genau. Müsste doch gehen, oder? So. 26%. Da gehen ja fast 4 Ladungen nur in den einen rein. Ey, was? Ja, krass, ein Stück noch fahren. Oh, hier stehen bleiben. Oh je. Nein, nee, da müsst ihr jetzt durch. Hier wird jetzt nichts großartig rumgeschnippelt. Das machen wir jetzt schön zusammen. Da kommt der Hafer, der zukünftige Kuchen. Naja, ein Teil davon. So 52% sein, ne? Mhm. Na dann weiter.
Man kennt ja die Produkte alle, ne? Hafer für die Pferde zum Beispiel, die mögen das ja wohl gerne. Und Haferflocken. Wird eigentlich Hafer auch so einfach für Brot benutzt? Wird man eigentlich Hafer auch zum Mehl gemahlen, um dann ein Brot zu machen? Ich kenne mich da überhaupt nicht aus. Ich meine, so manch eine Bäckerei-Fachverkäuferin, die wird jetzt die Augenbrauen hochziehen und denken, wie blöd ist sie eigentlich? Weiß sie das nicht? Nee, ich weiß das wirklich nicht. Also Hafer kenne ich eigentlich nur als Viehfutter und als Haferflocken. Ja, die als Haferflocken kann man die ja auch verwenden in der Küche. Aber ob das auch zu Mehl gemahlen wird und dann Brot gemacht wird, ich wollte ja drüben weitermachen, ne? Für quasi Haferbrot oder zumindest als Mischbestandteil, das weiß ich gar nicht genau. Ich denke mal schon, weil hier kann ich halt ja durchaus zu Mehl machen, zu Mehl mahlen und für Brot und Kuchen und so verwenden. Ja. Kriegen wir das jetzt mit oder lasse ich da jetzt eine Kante stehen? Ne, kriegen wir mit. Das ist gut. Ja. War ein bisschen rübergefahren, glaube ich. Da macht ja nichts. Ich glaube, das war auch das. Ja, das war ja das erste, was ich auch bestellt hatte. Ne? Hier war so der Reihe nach. Ich wollte ja eigentlich noch gucken, ob die anderen Felder eigentlich auch schon erntereif sind. Müssten eigentlich. Klar, ich meine die Zuckerrüben nicht, aber die anderen Haferfelder eigentlich. Die habe ich ja alle am ersten Tag. Das war doch dieser irrsinnig lange, was war das? April, ne? Oder welcher Tag war das? Oder März? So, stehen bleiben. Erst auskacken lassen. Jawohl. So. Und wieder an. Wenn ich jetzt einen Helfer hätte, der würde jetzt da eiskalt sitzen hier in den... Oh! Wolfi! Da lasse ich sogar die Arbeit für ruhen, um Wolfi nachzugucken. Ja, das hat was damit zu tun. Wolfi hat einen Hubschrauber. Und ein Hubschrauber fliegt. Und fliegen ist sowieso so ein Ding von mir. Apropos fliegen. Becky fragte auch vorhin am Telefon, also in der letzten Folge war ich unterbrochen worden von dem Anruf, ob ich denn mal bald wieder so ein Flugvideo mache, weil Landwirtschaftssimulator interessiert sie so nicht und so diese Zombie-Survival sind auch nicht ihr Ding und so. Aber Flusi, da guckt sie immer, ne? Ja, hab ich gesagt, ich will ja eigentlich, aber ich komme da noch nicht zu. Was ist noch geplant? Soll jetzt bald, soll auch. Auskacken. Zack. Na, halb voll ist er schon wieder. Ich kriege echt das ganze Feld in die Anhänger. Echt jetzt? Ist ja unglaublich. Ne, guck mal da, das ist doch auch alles erntereif. Ne, ich guck mal eben kurz hier auf die Karte. Ja, ne? Erntereif, erntereif. Oh, erntereif. Ja, ja. Ja, 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 ja. Da haben wir zu tun. Ich kann ja sagen, okay, machen wir eine längere Folge. Die geht so lang, bis die Felder alle abgeerntet sind, alles weggebracht ist und auch das Stroh eingesammelt ist. Yay, 9-Stunden-Folge. Geile Sache das.
Naja. Jetzt ist aber irgendwie krumm die Reihe hier, ne? So ein bisschen. Ich meine, ich kann aber natürlich nicht zu einem großen Mähdrescher kommen oder zu der großen Erntemaschine für die Zuckerrüben, wenn ich immer alles Mögliche zwischenkaufe. Da kaufst du mal eben so eine Güllesprühmaschine, dann kaufst du mal eben noch einen Anhänger, dann lässt du mal den Trecker frisch lackieren, dann kommt einer und sagt, ja, aber wenn du Gülle verkaufen willst, dann brauchst du ein extra Güllefass. Und das sind so die Sachen, da kommst du auf keinen grünen Zweig. Du ackerst und ackerst und ackerst jahrelang und hast immer noch keinen Cent in der Tasche, so wirklich, ne? Ja, ist doch wahr. Ja, da musst du ja mal wieder Bakersfield was ausbauen. Da wolltest du doch Zäune hinmachen und noch ein paar Häuser und eine Bäckerei hinstellen. Ja, Mann, was geht das von mir? Aber das zeigt mir immer mal wieder, was das für ein Riesenunterschied ist, ob man auf einer, ja, ich sag mal, einer normalen Map spielt oder auf hier Niemandsland, wo es keinerlei Aufträge gibt, also Lohnaufträge. Das ist echt eine ganz andere Geschichte. Aber mir gefällt das eigentlich ganz gut. Aber da muss man schon mal so ein bisschen überlegen und Geduld haben. Ja, 78, kriegen wir das noch voll bis hinten? Nee, wa? Nee, glaube ich nicht. Ja, macht ja nichts. Kommen wir gut weiter. Ach ja. Jetzt habe ich eigentlich genau genommen, habe ich ja schon vier Trecker, ne? Meinen bunten, dann den alten Steyr, den John Deere und den kleinen Zetor. Der kommt auch viel zu selten zum Einsatz. Der fängt da langsam an, Wurzeln zu schlagen. Der steht sich quasi wie Reifen ins Blech. Müsste man auch mal wieder rausholen. Das Ding ist ja knorke irgendwo, ne? So, stehen bleiben, auskacken lassen. Also hier hast du ausgeschissen. Aber total. Aber sowas von. So. Ich meine, eigentlich könnte man sagen, weißt du was? Kauf dir doch diese kleineren Maschinen zum Zuckerrübenernten. Die Felder sind ja dann relativ ergiebig, das ging ja auch alles einigermaßen. Machst du alle 2 Jahre mal das große Feld mit und dann ist gut, dann brauchst du die große Maschine gar nicht kaufen. Ja, schon, ne, eigentlich, aber ihr wisst ja, ne, Statussymbol und so Sachen. So, jetzt mal wieder springen hier. So. Na komm, fahr. Ach, jetzt ist ja noch. Ich habe jetzt hier auf Rückwärtsgang stehen. Und fährt aber vorwärts, weil der Gang drin war. Das ist auch interessant. Kriege ich echt das ganze Feld hier in die Anhänger? Das sieht ganz so aus, ne? Weil. Das wird ja jetzt noch nicht voll hier. Irre. Total verrückt. Jetzt bleibe ich mal hier und guck mal. Der müsste landen bei boah, 79. 78, 79. Na? 75? 76? Ja, 79, siehst du, habe ich gut gesagt. So. Dann geht's direkt weiter. Ah. Naja. Hauptsache, das Wetter ist schön. Es ist Hochsommer. Alle gehen zu schwimmen, fahren in Urlaub.
Und ich sitze hier auf diesem staubigen Ding und fahre hin und her. Ist ja so. Aber ist ja immer so. War ja noch nie anders. Naja. Eigentlich wollte ich ja jetzt mal die Hühner füttern gehen. Das machen wir auch. Ich fahre noch eben die Reihe zu Ende. Dann machen wir das mal eben. Den Zetor mal rausholen. Nur damit der nicht kaputt geht. So. So. Ausmachen. Fahren wir schon mal drüben hin. Wie nennt man das, wenn so ein Auto oder ein Fahrzeug lange steht und dann kaputt geht? Standschäden, ne? Sagt man dazu. So. Den hier, ne? Schafft er das eigentlich? Ich versuch's mal. Ja, komm, fahr mal. Wo ist eigentlich unsere Krampe? Ich glaube, die Krampe kann ich doch ziehen damit, oder? Ich weiß das nicht genau. Ich merke mir das ja auch nicht. Wenn ich das irgendwann mal versucht habe und festgestellt habe, geht nicht, dann vergesse ich das wieder und versuche das wieder. Das ist so richtig typisch. Aber egal. So. Kann man hier ordentlich einen Rückwärtsgang reinmachen? Nö. Oh, das geht nicht. Das funktioniert nicht. Aber da sind wir nur zu schräg gekommen. Die Parallaxe wieder. Ne. Ne, 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 ne. Ach Manu, ich hätte jetzt ganz gerne damit versucht, die Hühner zu füttern. Ja, dann nicht. Machen wir den Flug dran und sagen, komm, flüg mal das Feld. Vollgas rückwärts, ne? Nur mal so nebenbei bemerkt. So, alles klar. Nimm mal den, ne? Standard. Ja, das ist gleich eine ganz andere Sache, ne? Trotzdem, der Kleine, der ist niedlich. So. Na. So. Ja, Gang ist drin. Ich hab's gesehen. Da, was nehme ich denn jetzt? Weizen oder Gerste? Weil die Hühner fressen ja beides, ne? Was soll ich sonst mit Gerste? Aber vielleicht brauche ich mal Gerste für irgendwas. Da habe ich wenigstens ein bisschen. Weil ich guck mal eben, was da drin ist. Wie viel fasst das Ding? Ich vergesse das immer. Irgendwie 8000 oder sowas. So. Also, Weizen haben wir 32,2. Und hier, Gerste sind nur 5000. Machen wir Weizen. Guck mal, das sind 8. Ach, da geht ja einiges rein. 12,1. Da bleibt ja noch was über. Da könnte ich eigentlich... Ich fahre hier hinten. Nö, ich lass mich da hier. Ich fahre hier durch. So.
den Rest schon in die Mühle packen. Ist zwar Weizen, aber dann kann die schon mal anfangen. Das hätte ich dann aber auch eher machen können, oder? Obwohl Weizen kommt ja noch was nach. Ne? Lass was lieber als Notreserve noch. Ja. So, dann sind die Hühner auch wieder fröhlich. Dann haben wir hinten das große Feld mit Sorghumhirse. Zack. Voll. Oh, so viel Weizen. Nur für das Hühnervolk. Jetzt habe ich Hunger auf Hähnchen. Ja, so ein halbes Hähnchen könnte ich mir jetzt gefallen lassen, ne? Da hätte ich jetzt echt Bock drauf. Das wäre doch noch, ne? Halbes Hähnchen jetzt, schön mit Pommes. Oh, ein bisschen Krautsalat dabei. Und danach ein Stück Kuchen mit Kaffee. Schönen Film. Ach, hör bloß auf, du. So, dann stellen wir den schon mal parat, weil den brauchen wir vielleicht dann auch für die anderen Felder. Das heißt also, ich werde jetzt nicht den Anhänger da wieder in die Halle fummeln. Wo stelle ich den denn hin? Boah. Ich würde mal sagen, hier. Hier parke ich den hin. So, ne? Denke mal, dass wir den hier auch gebrauchen können oder spätestens da hinten. Jo. Nee. 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 Ja. Geht's hier weiter. Jetzt mache ich aber doch ein bisschen zwischen den Folgen. Weil sonst wird das ein bisschen hart, ne? Ja, dann bedanke ich mich fürs Zuschauen. Wenn es auch ein bisschen eintönig ist, aber das ist halt Landwirtschaftssimulator. Da ist das eben so, ne? Und, ja. Dann freue ich mich darauf, euch beim nächsten Mal wieder zu begrüßen. Und zwar morgen. Und dann bin ich vielleicht schon ein Stück weiter. Vielleicht mache ich das Feld erst fertig oder so. Auf jeden Fall seid ihr dabei, wenn wir die erste Ladung in die Mühle bringen und die in Gang bringen und solche Sachen. Das auf jeden Fall. Ja, dann sage ich bis dann. Bye, bye. Tschüssi. Man once said, to forget how to dig the soil, tend the earth, is to forget ourselves. Well, maybe some have, but a few of us still know. You gotta be willing to put in the time, make the sacrifices, and the hard choices. The job's got its perks, don't get me wrong. The sweet smell of the morning dew, the way the warm sun and the cool breeze can dance across.